down that lonesome road. Lungo Four sind zum zweiten Mal in Altenmarkt. Ihr Konzert ist die Auftaktveranstaltung zum Altenmarkter Kultursommer. Die vier Lungauer füllen seit mehr als 2 Jahren Hallen und Säle und erfreuen die Besucher und Fans mit ihrer Art von Musik. Stop to rest yourself and the silver moon. Sultantonessa, ja, ti guardo. Ihr Name ist Programm und sie funktionieren auch nur zu viert. Wenn da einer ausfällt, das ist schwierig. Wir haben sehr viel vierstimmige Arrangements, das ist extra auf das hin arrangiert. Und wenn da eine Stimme weg war, das war fast unmöglich. Es ging auch rein theoretisch, dass sie dreistimmig ein paar Nummern singen, ohne Bass, ohne mich. Da war nichts dabei. Aber ein richtiger, ein komplettes Konzert war eigentlich unmöglich. Nicht heimwärts wandern mit dir Hand in Hand. Leben ist schön, schnell durchs Vergehen. Sie kommen weit herum, stehen auf großen und kleineren Bühnen und geben immer ihr Bestes. Ja, es ist im Prinzip ganz das Gleiche, ob du auf einer großen Opernbühne stehst oder auf einer großen Konzertbühne stehst oder mit Lungo Four tourst. Wir sind auf der Bühne beleuchtet, wir sehen nicht aus, wie viele Leute das da sind, ob das jetzt 5000 sind oder 500 oder 200. Eigentlich ist es immer dasselbe und man muss immer performen und man muss halt immer die Leistung bringen und das Publikum mitnehmen, egal wie viele Leute das da sind. My strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Musikalisch sehr vielseitig ist Stefan. Er ist für zahlreiche Arrangements der Band verantwortlich. Auch David findet sehr früh zur Musik. Ja, ich habe immer schon verschiedene Musikrichtungen gemacht. Ich habe schon lange im Chor gesungen. Bei Cantabile Lungau, Leitung Peter Griesner, ist im Lungau ein sehr bekannter Chor. Und da haben wir auch schon internationale Erfolge gehabt und da singen haben wir auch immer schon von Volkslied bis Pop und Jazz, alles Mögliche gesungen. Also die Singer ist mir eigentlich immer schon gelegen so irgendwie. Ja, ja, angefangen hat das bei mir eigentlich beim Musikum Salzburg. Da habe ich beim Peter Stiegler Trompeten gelernt. Bei der Volksmuse, mit der Volksmuse bin ich eigentlich groß geworden. Dann habe ich zum Obergreiner spielen angefangen. Das hat mir natürlich der Vater gelernt, der Fredl. Der ist da natürlich hochtalentiert. Ja. Und ja, jetzt spiele ich schon eine Zeit auf der Bühne mit einem Obergreiner Quintett. Sind wir jetzt. Und ja, jetzt darf ich singen auch noch. Freut mich. Z, 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 der Haus. 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 Traditionellerweise startet der Altenmarkter Kultursommer mit dem Straßentheater. Aufgrund des vollen Terminkalenders von Lungo Four mussten im Ablauf des Altenmarkter Kultursommers Änderungen vorgenommen werden. Wir haben ja unseren Kultursommer unter das Motto, weil steht Regionalität und der Lungau und auch der Pinzgau, also die Regionen in der Gebirg, zähle ich jetzt für uns für die Regionalität und so natürlich auch die heurige Gruppen Lungo Four. Und ich muss wirklich sagen, also auch diese regionalen Gruppen haben zum Teil schon sehr volle Terminkalender. Und so haben wir uns ein bisschen nach ihren Terminkalender gerichtet. Und wir haben heuer eine Woche früher gestartet mit Lungo Four. Und es war heute wirklich eine tolle Veranstaltung, ein voller Erfolg. Der Kultursommer ist gut gestartet mit einem vollen Haus. Now it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The barefoot king composed.
Es ist einfach fabelhaft. Es war traumhaft, die vier Männer da zu hören, was die da stimmen und das Volk bringen, das ist gewaltig. Ja. Und bin total fasziniert vom Lungo vor. Ja. Das war wirklich also Musik vom Feinsten, vom tiefen Bass bis zum Kontertenor rauf. Und die Stimmen wirklich so gut. Also das war, man glaubt gar nicht, dass man da ein regionales Ensemble da hat. Das kann sich auf jeder Bühne der Welt hören lassen. Ich war begeistert. Ja.